Als uneheliches Kind von Lucrezia Bischofberger erblickte Viktor Jacopo das Licht der Welt. Sie gebar Fünflinge. Wegen seiner typischen äußeren Merkmale wurde Viktor Erwin getauft. Aus seiner Jugendzeit ist nur dieses Filmdokument erhalten geblieben. An seinem 10. Geburtstag entdeckte Erwin Bischofberger die Grundbegriffe der Komik. Trotzdem versuchte er sich später vorerst als Radprofi. Aber die ständigen Probleme mit der Blase verhinderten eine erfolgreiche Karriere. Diese Erfahrung frustrierte ihn dermaßen, dass er sich als Nonne ins Kloster zurückzog. Dort wurde er für Werbezwecke eingesetzt. Gerade jetzt in der Landeskirche, wissen Sie, dass nur jeder Zweite dabei ist? Es hat also noch viel Platz für Sie. Lügen Sie uns einfach an. 156, 445, 445, 445, 445. Ruf an! Dann trat er mit dem Jodelduo Jasmin und Monika auf. Fernsehdirektor Schellenberg war so begeistert von diesem Auftritt, dass er Erwin eine eigene Sendung gab. Erwin legte sich den Künstlernamen Viktor Jacopo zu und wurde von einem Medienprofi auf seine zukünftige Aufgabe vorbereitet. Meine liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben eine neue Sendung. Dort innen machen wir auch... Lustige. Machen wir Scherz. Wir haben auch ein paar Gäste eingeladen und mit diesen Gästen ist es dann einfach fröhlich. Komm, vergiss es. Der Erfolg hielt sich jedoch in Grenzen, bis Viktor eines Tages im Fernsehen den chinesischen Komiker Ha Li Hassel aus Schwam Ding entdeckte. Als abendländische Kopie Harry Hassler feierte Viktor Jacopo stürmische Erfolge. Trotz dieser großartigen Karriere blieb Jacopo bescheiden und hatte stets sein Herz für Benachteiligte. Ah ja! Viktor Jacopo, ein liebenswürdiger Kerl, ein großes Vorbild, ein Kotzbrocken für Jung und Alt.